Heute würde ich gerne den Fimonville 2 plus 2 Multimax, den Fiat Semi, vorstellen. Das Fahrzeug hat eine Ladeflächenlänge von ca. 8800 mm und ist gleichzeitig auch noch um 4100 mm technisch ausziehbar. Das Fahrzeug verfügt über zwei Paar Radmulden. Die erste Radmulde liegt zwischen der zweiten und dritten Achse und die zweite Radmulde liegt vor der ersten Achse. Gleichzeitig dazu gibt es auch noch die Radmuldenabdeckung hier, damit man es auch überfahren kann. Der Multimax verfügt über eine Nachlauflenkachse, das heißt in dem Fall die dritte und vierte Achse werden über die Reibung am Boden nachlenken. Gleichzeitig dazu hat er auch noch zweiteilige hydraulische Stahlrampen, die man auch optional noch mit Gummibelag belegen kann und mit Vierkantkletterleisten, um das Auffahren einfacher zu machen. Optional dazu kann man natürlich auch noch kleine Auffahrrampen zum Befahren des Schwanenhalses dazu erwerben. Demnach ist das Fahrzeug optimal für Baggertransporte oder kleinere Baumaschinen geeignet.